Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio. Heute mit dabei Deckerbox. Jo, hallo Leute. Und der German Fighter. Hallo. So, wir sind in der zweiten Folge unserer neuen Season und ja, ich würde sagen, wir fahren Karussell. Ja, wir mussten gerade so lange auf Gabax warten und da dachte ich mir, ich baue mir mal ein Karussell so lange. Das ist ja hier sticke langweilig. Genau. So. Die höchste Attraktion hier. Ich habe ausgehend mal nebenbei ein Forschungslabor gebaut, damit wir mal die ersten Sachen forschen können. Und zwar hier Automation und. Ja, genau. Setz am besten direkt neben meine Produktion, weil mich das ja nicht stört. Kannst es danach ja umsetzen. Okay. Ist ja alles nur temporär. Ne? Hättest das Standardspruch, halt. Hättest du es auch selber machen können. Ja, ja, ist klar. Wie habe ich denn jetzt eigentlich? 2, 4, 6, 8, 10 und auf der anderen Seite auch. Perfekt. So. Ja, wir haben jetzt hier gerade aufgeschrieben, die ein paar Bände ein bisschen umgesetzt, weil wir gemerkt haben, dass wir nicht genug das Eisen produzieren. Genug, ja, da kommt nicht genug Eisenerz durch. Genau. Und deswegen haben wir mal schnell oder ich habe eben 30 rote Chemikalien einfach nur produziert, damit wir jetzt halt die Forschung für den langen Greifer und den Splitter machen können. Genau. Weil die sind ja doch ziemlich elementar. Den Splitter und dann später auch noch den Tunnel, der ist auch hilfreich. Genau. Dann mache ich jetzt erstmal so. Und danach kannst du meinetwegen das Ding abbauen. Ja, hoffe ich doch. Was baust du denn da? Das sieht ja total doof aus. Ja, das sieht doof aus, weil deine Forschungsstation im Weg stehen. Ja. Glaube ich nicht. Genau. Weiß, dass du das nicht glaubst. Achso, ich hatte das ausgeblendet. Okay. So. Und das wegmachen hier. Ich wollte nochmal die neuen Stromdinger bauen, die neuen. Genau, und offscreen hatte hier auch einfach so eine Solarstation hingebaut. Radarstation, nicht Solarstation. Ja, du warst so lange weg, dann dachte ich. Kann genau. Das Spiel wenigstens was Produktives machen mit der Zeit? Wir haben keinen Strom mehr. Wer ist Strombeauftragter? German! Nee, du bist ja gar nicht. Nein, Lupus, du bist der Strombeauftragter. Wir haben keinen Strom. Warum weiß nicht? Ich. Weil ich jetzt die gerade, weil ich die gerade abgerissen habe. Jetzt ist Strom wieder weg. Kannst du nur. Jetzt haben wir schon wieder keinen Strom mehr. Ist Strom wieder da? Jetzt ist Strom wieder da? Das ist ja das ist Magie. Ich habe gerade mal die neuen Turbinen hier hingesetzt. Ja, okay. So, und jetzt das. Die muss ich mir gleich angucken. Aber warum ist das schon wieder dunkel? War es nicht eben gerade schon dunkel? Kann sein. Kannst du bitte Lampen forschen? Das ist mir sehr wichtig. Nein. Wie? Nein. Wenn du rote baust, dann kannst du gerne Lampen forschen. Okay. Mir fällt gerade ein, wir brauchen rote Ärmchen. Ja, die forschen wir ja gerade. Achso. Okay. Nee, die haben wir schon. Warte mal, ich baue welche. Echt? Wo? Tatsächlich. Gerade geforscht. Was brauche ich? Holz. Holz, 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 Holz. Jetzt muss ich schon wieder Holz holen. Hauen, genau. Dann hau mal Holz. Hau das Holz. Oder wir müssen das mal produzieren. Warst du nicht? Ja, das kann ich sonst gleich. Du warst jetzt unser Strombeauftragter, ne? Ich kann auch der Holzbeauftragte werden. Okay, weil ich bin jetzt momentan der Eisenbeauftragte und German der Kupferbeauftragte und Kohlebeauftragte, glaube ich, ne? German, dann kannst du bestimmt auch der Holzbeauftragte sein. Ne, ich mach das Holz gleich. Okay. Ich hab da schon eine super Idee, wie ich das baue. Ja, dann zeig mal deine Idee. Kann ja mal schief gehen. Machst du denn dann? Okay, das ist so. Ich hab schon mal die neuen. Na, ist das schon. Hier die Greifärmchen. So, genau. Unten kommt jetzt Kohle lang und oben soll dann Eisen, ne? Genau. Frage, ob das bei 20 Öfen auch reicht. Müsste eigentlich. Spannend. Dazu müssten wir aber auch mehr produzieren, also das reicht sowieso hier oben nicht. Ja, stimmt. Warte mal, ich pack das mal auf der anderen Seite noch einmal die ganzen Dinger hin. So, mit Tunnel könnte es hier oben losgehen. Bitte? Ich brauche einen Tunnel, dann geht's hier oben los. Tunnel? Jetzt ja, gut, geht's los mit ganz großen Schritten. Warte mal, ich brauche. Tunnel. Erzähl mal, was brauchst du denn? Tunnel sind aber noch in der Forschung, ne? Ja, dauert halt ein bisschen, ne? Hm. So, zack, so rumdrehen, so rumdrehen. Ach, du hast das schon rot hingesetzt. Ja. Perfekt. Warum mischst du dich eigentlich gerade in meine Eisenproduktion ein? Ich könnte jetzt sagen, weil du es nicht gebacken kriegst rechtzeitig, aber das würde ich nie sagen. Hallo? Ich kann nicht alles gleichzeitig produzieren. Warum nicht? Wie, warum nicht? Kümmere dich doch lieber erstmal um Strom. Ja, habe ich doch.
Ja, aber könnte ja gleich schon wieder Mangel werden. Ach. Ich habe mächtig viele Maschinen gerade angeschlossen, ne? Ja und? Hast du mal auf den Stromverbrauch geguckt? So. Ist gerade mal bei der Hälfte. Ja, das kann sich schnell ändern. Hey. Geht gerade weiter mit Strom. So, zack. Da. Bender. So. Eisen. Also Eisenproduktion ist jetzt... What? Was denn? Alter, wie hoch können wir denn stacken? Mal 10. 1000. 10.000? Oder was? Ne, mal 10. Mal 10. Also normaler Stack mal 10. Was ist denn ein normaler Stack? 100 war das? Ich glaube 100, das heißt, es wären jetzt 1000 oder ist es mal 20? Es geht aber über 1000. Ich bin hier jetzt schon. Ja, stimmt. Ich glaube, ich hatte. Wird gar nicht angezeigt, wie viel ich hier glaube, habe. Ich glaube, 2000er Stacks doch. Krass. Okay, das ist heftig. Ist doch geil. Gefällt mir. I like it. Dead. Das wollte ich so nicht machen. Ja, ach so. Aber. So. So. Strom läuft. Okay, jetzt kommt hier langsam Kupfer an. Quatsch, Erz. So, dann muss ich hier noch mehr Erzförderer bauen. Oh, da fällt mir ein, wir haben gar keinen Erzförderer. Kein was? Oh, gar keinen. Wir haben keinen Erzförderer. Wir haben keinen Erzförderer auf die Steine gesetzt. Das mache ich mal eben. So. Oh my goodness. So, warte mal, ich habe doch hier eine Eisenkiste irgendwo da. Perfekt, zack. Dann mal was so. Erster. Ja, und ohne Strom, tolle Sache das. Das ist ja, und jetzt die Kiste? Nicht, weil, ich ja, denk, du hast deine Kiste. Sofort. Kommt sofort. Das Ding ist, ich baue gerade noch weitere Erzförderer. Die brauche ich für mein Erz. Ja, ich sehe das schon. Das reicht hier nicht. Eisenerz. Für mich reicht das nicht. Also, wir brauchen auf jeden Fall eine. Na. Holzschaltkreisproduktion. Ja, ja, das, die Holzfarm baue ich noch. Dafür brauchen wir aber auch noch Eisen, deswegen. Ja, Eisen haben wir schon reichlich. Also ich habe jetzt 1000 gerade auch in der Tasche. Ach, kein Wunder, dass hier nichts ist. Ja, das habe ich gerade alles rausgenommen, weil ich wissen wollte, wie weit man stacken kann. So. Also sehr weit. Ach nee, genau, mir fehlen Steine, so war das. Deswegen wollte ich auch den Steinförderer bauen. So, komplett alles ausnutzen hier. Ich glaube, ich baue einen zweiten daneben, das wird so nix. Wir hätten das hier gebaut, meine Güte. Du wahrscheinlich. Nee. Echt. So, ist nicht, läuft. Achso, du kannst das Forschungslabor wieder abreißen, ne? Das ist super. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Du kannst das Forschungslabor abreißen. Okay, jetzt gehe ich offline. Tschüss. Jetzt muss ich hier irgendwie. Es war lustig, dass das ist gerade ein Speicherleck, weil du sagst, ich gehe offline. Ach so, du dachtest, ich wäre jetzt gegangen. Ja, ich sagte doch tschüss. Ich gehe doch nicht einfach. Nicht? Das würde ich doch nicht tun. Ohne hätt mich ja könnte oder schaffte doch gar nichts. Da klappen können. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen viel Eisen hier. Oh. Das kann gar nicht alles abgetragen werden. Oh, verdammt. Ja, ihr wolltet doch so viel Eisen. Jetzt habt ihr Eisen und jetzt holt das nicht. Ich hab doch genug. Dann du mal erstmal richtig reden. Jetzt werden hier meine Kisten bald voll. Ich brauch Kupfer. Haben wir Kupfer? Wo ist Kupfer? Ja. Wo baust du denn da oben jetzt Kupfer? Ich dachte, du wolltest hier rechts bauen. Na egal. Ist egal. Mach, wie du denkst. Ist mir ja. Extra gefragt. Du hättest es ja richtig extra machen können. Egal, jetzt ist es okay. Jetzt kannst du es auch so lassen. So, ich jetzt haben wir hier auf jeden Fall. Moment. Hast du denn jetzt noch irgendwo Forschungszentren oder baust du die jetzt gerade erst? Wer, ich? Ja. Nein, ich habe gar nichts. Gar nichts. Wer ist denn jetzt unser Forschungsbeauftragter? Ja, momentan keiner, solange wir ja. Dann ernenne ich dich jetzt dazu. Mich, Lupus, ich gelobe, du bist der neue. Ich dachte, ich soll jetzt die Baumfarm bauen. Nein, das machst du jetzt nicht. Ja, aber ich brauch doch die Bäume für später. Du musst du nicht eh, um jetzt Forschung zu können? Nur für die Grünen. Für die Grünen brauchst du die Bäume, für die Roten noch nicht. Okay. Was braucht man für die Roten denn noch? Das kann ich dir gar nicht sagen. Kupfer und Zahnräder. Das hat sich doch inzwischen alles geändert, dadurch, dass wir hier Mods haben, etc. Kupfer und Zahnräder. Ich brauche Kupfer. Ja, wo ist denn Kupfer? Das geht mir gerade auch so.
Da oben. Dafür ist ja German zuständig. Germany. Was macht das Radar eigentlich hier? Das stört mich. Dann baus ab. Baus woanders hin. Nö. Was stört dich eigentlich nicht? Alles. Ja, das merke ich schon. Also mich stört alles nicht. Die stört. Ja, dann lass es stehen. Und sich nicht stört. So. Okay, Eisen ist dafür genug. So, das reicht. Das kann ich so stehen lassen. Perfekt. Dann brauche ich mich jetzt um Eisen erstmal nicht mehr kümmern. German steht einfach doof auf dem Band rum. Das ist auch gut. Wo bauen wir denn die Produktion auf? Von was? Na, von was wohl? Unsere Forschungsproduktion, du Nase. 7, 8. Wo haben wir denn da am meisten Platz? Keine Ahnung. Such dir einen Platz. Ich glaube, hier links vom Kupfer ist so. Aber nee, Sekunde, wenn das Kupfer noch vergrößert wird. Such dir doch einfach einen Platz aus. Such dir doch einfach einen Platz aus. Ich glaube, hier ist super. Hier ist massig Platz. Da muss ich nur gucken. Da muss ich nur gucken, wie ich die Kabel hier hinkriege, wollte ich schon sagen. So, ich bin mal so freier und werde hier einfach mal. German? Bei Kupfer weiter ausbauen. Ich bin jetzt mal so frech, ne? Warum? Warum? Weil ich das Kupfer hier unten brauche. Ja, German, ich hätte das hier andersrum gemacht. Hauptlinie und so. Ich hätte in der Mitte Kupfer und Kohle langgelegt. Dann kannst du nämlich links und rechts Fabriken bauen. Also hier die Öfen. Und dann links und rechts die Kupfer. Ich denke aber, ja, wir können da nach oben noch weit gehen. Ja, das geht ja das, noch. Na, das Problem ist halt, dass du auf die Länge hin nicht so viele auf die Bänder legen kannst. Weil die dann verstopfen vorne wieder. Ja, klar. Deswegen würde ich das so umbauen hier. Pass mal auf. Dann kriegt Dupes jetzt einfach mal keinen Kupfer. Was? Ja, hast du eh nicht verdient. Bei Forschung haben sie gesagt. Du bist Forschungsbeauftragter, haben sie gesagt. Du kriegst aber keinen Kupfer, haben sie gesagt. Kriegst du später. Ich, wie gesagt, Umbaumaßnahmen etc., ne? So, wir bitten um ihr Verständnis. Genau. German, du kannst ihm ja helfen bei den Forschungsgeschichten. Ja, wie denn? Ohne Kupfer. Ja, wie denn ohne Strom, ohne Kupfer. Und warum machen wir jetzt Eisen horizontal und Kupfer vertikal? Keine Ahnung, ich habe das nicht gebaut, frag mich nicht. Das verwöhnt mich. Ich habe gesagt... Was, das verwöhnt dich? Verwirrt. Ich habe gesagt, wie ich baue und Lupus sagt, ja, ist in Ordnung. Okay. Das verwirrt mich total. Gabax? Ja, bitte? Ich würde auch genauso das... Oh, verdammt, jetzt habe ich keine Bänder mehr. Das Eisenband in die andere Richtung legen, nach links weg. Wie nach links weg? Naja, wenn da, wo ich jetzt angefangen habe zu bauen, die ganze Produktion aufbaue, werde ich hier Kupfer und Eisen brauchen. En masse. Das heißt, ich muss mehr Kupfer und Eisen irgendwie hierher holen. Ja, das kannst du doch. Und dann ist es doch sinnvoller, wenn das Ganze nach links abläuft. Sonst muss ich doch wieder ein Band erstmal ganz nach links umläuten. Ach, du meinst das... Okay, verstehe, ja. Ja? Ja, kann ich noch machen. Das ist schön, dass du mich verstehst. Wie noch machen? Ich bin doch gerade hier dabei, das Kupferzeug umzustellen. Wieso du? Ich dachte, das German wird zuständig. Ja, keine Ahnung. Er macht's ja schon mal nicht. Ja, Max hat das ja nicht so gepasst. Ich hab dir das nur gesagt, weil das, so wie du es gebaut hast, nicht optimal ist. So wie du das gebaut hast, war das scheiße, wollte er es. So wollte ich das nicht sagen, nein. Darf ich ihn erschießen? Bitte nicht. Hey, was brauchst du? Erst übermorgen. So, was wird denn das da jetzt? Ich hab wie, was keine wird das? Ahnung. Schaut und lernt. Ja, ich verstehe, glaube ich, was du da vorhast. So, das kann alles weg hier. Das wird aber ein bisschen... Eng? Hä, Sekunde. Okay. Jetzt verstehe ich. An den Seiten links und rechts und so. Genau. Theoretisch wäre es besser gewesen, wenn wir Kupfer auch auf die rechte Seite legen, aber hey, jetzt... Ach Gottchen, so ist das halt. Ne? Wie war das mit den mehreren Köchen? Ich
glaube, irgendwann hasst er uns. Ja. Weil wir schon so voll den Plan im Kopf haben. Und dann ja, vor allem, weil ich auch so ein Symmetriefanatiker bin. Oh, ja, das treibt mich ja selbst in den Wahnsinn. Du mit deiner blöden Symmetrie, ey. Ja, muss sein. Das ist. Da muss, ein bisschen tut ja. Da bin ich ein bisschen eigen. Boah, hat hier jemand Bänder über? Bis ja. Ich meine Bänder produziert habe, ist ja Weihnachten. Nein, ich habe keinen Bänder übrig. Roboter kann ich noch nicht bauen. Was denn? Du hast doch irgendwas von Bänder für ihn erzählt. Habt ihr gerade welche in die Kiste da gelegt? Oh, danke. So. 21 Stück? Was mache ich nach der Was mache ich nach der Vorspeise? Soll ich dir noch 100 Stück bauen? Ich baue mehr gerade selber welche, aber das dauert so lange. Gerade überlegen hier wie. Oder zack. So, yeah. Wird hier das Eisenband lang? Nicht daran, weil die Kupfer irgendwie so komisch, die Kohle hier. So. Zack. 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 So. Und dann kann nämlich hier das so hier rüberlaufen. Zack. Zack. So. Jetzt brauche ich noch mehr Öfen. Öfen. Ich brauche Steine. Ja, hol dir welche. Ja, ich hole mir auch schon welche. Hier immer quer drüber laufen. Man sieht richtig, der German läuft da so disorientiert rum und weiß nicht, was er machen soll. Also ein bisschen planlos bin ich gerade, aber okay. Hier muss noch ein Tunnel rein, ne? Ja, genau. Wolltest du den schon mal bauen für dort? Hab ich schon. Oh, hast Perfekt. Du noch mehr Tunnel? Ich könnte ja auch noch einen brauchen. Oh, Blitz. Ja komm, ich baue dir noch einen. Das ist aber nicht von dir. Genau, bau mir noch mal einen, bitte. Zwei hier durch, bitte. Kann das hier lang, genau. Und das kann ich dann verbinden. So, zack. So. Wunderbar. Wundervoll, wunderbar. Das ist so wundervoll. Dann brauche ich nämlich hier die Ärmchen noch. Zack. Ja, ich brauche noch mehr Ärmchen. Genau, super. Der Typ denkt mit. Welcher? Nicht du. Ja, weiß ich. Der andere. Deswegen frage ich ja welcher. So, aber jetzt brauchen wir hier natürlich mehr Eisenerz. Kupfererz. Kupfer. Das reicht natürlich nicht. Jo, tschack. Dann haben wir eigentlich erstmal eine gute Versorgung, finde ich. Also reicht auf jeden Fall für das Gröbste jetzt erstmal. German? 1 zu 5 Förderer reichen noch? Nein. German, hast du noch ein paar Tunnels parat? Muss auf jeden Fall noch mehr Förderer Nein. bauen. Schade. Also ich mache erstmal 5, die kann ich gerade. Ja. Mache erstmal 5. Dann muss ich ja selber welche bauen. Oh Gott. Oh mein nur, Gott. Wie kann das nur sein, dass du selber welche bauen musst? Ja. Ja. Da kein Bimbo. Was für einer Welt leben wir? Dass du selber Hand anlegen musst. Ja. Achso, ja, das hört sich ganz komisch an. Das hört sich richtig komisch an. Das ist halt noch nicht automatisiert. Genau. Was? So, zack. Also die Ärmchen produzieren, das nervt ja gerade ganz schön. Mhm. Dauert ganz schön mit diesen. Dadurch, dass der Weg länger ist, ne? Ja. Dadurch, dass da noch Holz, was auch immer. Holz-Schaltkreise dazugehören. Aber wer kommt auf die Idee? Weißt du, das hat man als Kind früher mal gemacht, um ein bisschen über Elektrizität was zu lernen. Aber. Strom. Genau. So. So, du kannst dir übrigens jetzt deinen Kupfer abholen. Wie ich dachte, das Lupus kommt. Kann sich jetzt Kupfer abholen. Wie ich dachte, das kommt zu mir, das Kupfer. Nee, ja. Dann musst du aber das selber legen hier. Ich habe doch extra das Band da gelegt. Ja, das. Ach so. Ja, das musst du jetzt einmal umsetzen, genau. Und ich klaue mir jetzt einfach die Dinger hier. Weil ich die auch gebrauchen kann, die Bänder. Du klaust meine schönen Bänder. Dann will ich mir jetzt erstmal ein paar Ärmchen bauen. So, was craftest du denn da? Was wird das? Was? Mit wem redest du? Nee, ich mein Lupus. Jetzt darfst du dreimal raten, was ich da baue. Also gleich hau ich dich, ja?
Bitte, ja. Weißt du, du hast gesagt, ich soll das machen und jetzt fragt er mich, was machst du da eigentlich? Ja, alles gut. So, jetzt hast du natürlich hier, warte mal. Es staut sich natürlich jetzt alles hier, ne? Geld, jetzt nicht mehr. Ich meine, hier das Eisen. Ja, aber jetzt ja nicht mehr, jetzt kann das hier alles ablaufen. So. Ja, dann müssen wir. Ja, gut, in den Kisten haben wir jetzt erstmal genug Eisen hier. Abbauen. Habe ich erst gerade frisch gebaut, jetzt kann ich es wieder abreißen. Super. Jo. Hätte es mal besser gemacht. Hä? Nix. Erzähl. Ich finde es echt geil, dass man das so krass stacken kann jetzt hier. Übel. Ja, das ist auch super. Alter, man kann ja übelst viel stacken. 2000, ja. 2000 ist maximal Stack. So. Ach, guck mal. Das will ich jetzt mal sehen. Genau, du hast jetzt schon die kleinen Turbinen gebaut hier. Anstatt die großen Dampfmaschinen sind es jetzt diese Dinger. Ja, das sind jetzt die aus dem Modpack. Die Turbinen, die sind für aber den Anfang. Die stellen aber weniger her, ne? Nee, die stellen mehr her. Die stellt 760 kW her und Alter. Die normale würde bloß 500 herstellen. Krass. Also das sind 200 mehr, deswegen das lohnt sich schon. Wenn man dann noch die anderen Boiler da vorsetzt, produzieren die noch mehr. Aber für die neuen Boiler braucht man wieder Stahl. Stahl? Stahl. Aal? Ja, Aal braucht man dafür, richtig. So, müsste jetzt erstmal für Kupfer reichen. Oder? Ah, oh, herrlich. So, ich werde jetzt hier erstmal Versorgungskisten hinstellen. Weil ich sehe gerade, dass der nicht alles an Stahl verbrauchen kann, der Lupus. An Eisen meine ich. Nee, es läuft ja hier auch gerade nicht weiter. Ja, werde ich mir jetzt einen kleinen Vorrat aufbauen. So. Damit die wenigstens weiter produzieren, weißt du? Gabax? Ja. Brauch doch mal das Forschungslabor. Das kann ich dir hinstellen. Und zwar hier, bitte. Nee. Kannst da hinsitzen, wo du willst. Ups. War ich nicht. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Kurz Strom abgerissen. Was? Jo, du musst kein Strom mehr. Naja, ich bin dabei, so. Apropos ja, nichts mehr sagen, da. Genau. Wir machen erstmal Schluss für heute. Zeit ist schon wieder rum. Und ach, das ist ja mein Forschungslabor. Überfällig hier. Habe aber gut was geschafft. Ich denke mal, das ist ein guter Start in die nächste Folge. Auf jeden Fall. Also wir sind echt schnell vorangekommen, ja. Muss ich sagen. Noch. Spätestens mit den Grünen wird's lustig. Und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bei Factorio. Bis dann. Tschüss. Ciao.